Weiß schon so viel über Ernährung, aber trotzdem nehme ich nicht ab. Ja, da geht es ganz, ganz vielen leider so, weil Wissen uns nicht schlank und gesund macht. Also Wissen alleine reicht leider nicht. Nur das Verständnis, dass du die Sachen verstanden hast und die Studien gelesen hast, verstehen kriegt halt immer nur den Trostpreis. Du musst es auch fühlen und anwenden können. Versuch wirklich mal in deinen Körper reinzufühlen, wie du dich nach einer Mahlzeit fühlst. Geht es dir wirklich gut damit? Hast du vielleicht eher einen Blähbauch und unangenehm sein? Tust du deinem Körper gerade wirklich was Gutes? Und wenn nein, was ist die innere Blockade, die dich von der Handlung abhält? Weil anscheinend hast du viel Wissen, aber es kommt nicht in die Handlung rüber. Also daran scheitert es ja nicht am Wissen, sondern es scheitert an der Handlung. Das heißt, du brauchst eigentlich im Grunde ein intensives mit dir auseinandersetzen, was dich wirklich blockiert. Es bringt nichts, dass ich dir jetzt die nächste Studie sage und dir sage, wie schrecklich diese und diese Lebensmittel sind, die du noch isst. Das bringt einfach gar nichts, weil das weißt du ja schon. Trotzdem klappt es nicht. Das heißt, es gibt irgendwas, was dich blockiert. Und wenn du das noch nicht rausgefunden hast, was es ist, bringt es gar nichts, am Wissen zu arbeiten.